kommen wir jetzt mal zu einer positiven Nachricht. Ebenfalls hat Jurassic Outpost nämlich ein Video rausgebracht, das auf dem Thumbnail den Titel trägt. Wo haben wir es denn? Not cancelled. Also nicht gestrichen. Don't worry about Jurassic Park Survival. Yet. Also keine Sorge um Jurassic Park Survival noch nicht. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Das Video kam vor einem Tag raus. Und da geht es eben jetzt um das Schicksal von Jurassic Park Survival. Das hier ein bisschen in der Schwebe stehen könnte. Wir gucken jetzt mal rein, wie es wirklich um dieses Spiel steht. Die Dino-Mensch-Hybriden-Sache kann nur Maisie sein. Ja, aber willst du das immer weiter ausbauen? Da kommst du doch irgendwann wieder zu diesem Moment, diese komischen Konzeptzeichnungen von Jurassic Park 4 damals. Da kommen wir doch irgendwann genau an diesen Punkt. Mit aufrecht laufenden Triceratopsen, die dann Panzerfäuste an den Ärmeln haben. Das würde halt so eine ganz blöde Richtung einschlagen. Und sie haben ja sogar selber gesagt, wir haben gemerkt, dass Jurassic World Dominion in eher eine falsche Richtung abgebogen ist. Und das wollten sie ja nicht mehr. Deswegen, ich glaube da nicht so ganz dran, dass das wirklich so passiert. Okay. Nicht die Sachen aus Jurassic Park 4. Wenn das wirklich noch passiert, ey. Holla die Waldfee. Sebastian würde es freuen. Dann bekommt er noch sein Dino Rider. Ich sehe Chris Pratt wieder in Jurassic World 4. Nee, auf gar keinen Fall. Das ist genau. Also wenn Chris Pratt zurückkommt, die Wahrscheinlichkeit ist genauso hoch, wie dass Colin Trevorrow doch noch Regie führt. Und dann ist mir das eh egal. Dann lassen wir das. So, I'm sure by now you've heard the news. The developers of Jurassic Park Survival are being sold off by their parent company in order to become a privately owned company. What could this mean for the upcoming Jurassic Park video game? Saber Interactive currently have a number of games in active development, and there is a chance that this sale could cause some disruption. Upcoming and recently released Saber titles include. Naja, die haben das Spiel zumindest schon mal hier aufgelistet, ne? Ja. Also ist wohl doch noch nicht vom Tisch. To the development of some of those titles. The parties involved are all currently unable to comment on the matter for obvious reasons, but here's the important thing. We don't think there is any reason to worry. Yet. Welcome back to Jurassic Outpost, and in this video, we're going to go over what we currently know about the situation, see how it might affect the game's development, and ultimately try to answer the question. Is Jurassic Park Survival okay? Gute Frage. Meine Prognose ist ja gewesen, ja. Also, ich denke immer noch, dass das Spiel jetzt schon so weit fertig ist, dass es einfach die Produktion von diesen anderen Games nicht mehr beeinträchtigen wird. Das ist so meine Theorie einfach. Jurassic Park Fans and video game cancellations are unfortunately great bedfellows. The title Jurassic Park Survival might register with fans, but not for good reasons. Back in 2001, a video game of the same name was in development and set to... Dieses Bild hier mit dem Spinosaurus habe ich damals in irgendeiner Zeitschrift gesehen. Und Mann, wie krass ich dieses Game einfach zocken wollte. Aber das kam halt nie raus, dieses Jurassic Park Survival. Das hieß sogar, glaube ich, Jurassic Park 3 Survival, kann das sein? To release alongside Jurassic Park 3. For a number of reasons that we covered in our video about that game, it was ultimately cancelled and thus disappeared into the ether of failed Jurassic Park projects. The game would see somewhat of a revival at the time of Jurassic World's release in 2015, when people began to catch wind of a Jurassic World survival game being in development. Ja, er sah sogar genauso aus wie Owen von hinten hier, ne? Das da. Ja, da wollten sie auf jeden Fall ein Spiel machen, man hätte Owen spielen können. Wäre langweilig gewesen, ne? So. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so spannend. Being in development at Cryptic Studios. That title was going to tie into the world movie, be set moments after that disaster, and be an open world survival game.
Open World finde ich nicht gut, das mag ich nicht so, aber Survival Game muss aber eigentlich Open World sein, ne? Sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Obwohl, stimmt gar nicht, Resident Evil ist auch ein Survival-Spiel, ist auch nicht Open World. Kingso 2A. Vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Ich bin mal gespannt, wie das CGI im Jurassic-Film wird. Für mich ist das Thema immerhin interessanter, weil ich jetzt im zweiten Semester VFX und 3D-Animation studiere. Krass. Ey, geil, das wollte ich auch mal machen. Oh, das ist ja geil. Im zweiten Semester, das heißt, was macht ihr aktuell? Was ist da jetzt so aktuell gerade der große Schwerpunkt? Ich würde mich auch mal zu gerne einfach in Blender reinfuchsen. Nutzt ihr auch Blender? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, irgendwann werde ich es auch mal machen. Da werde ich dann auch mal mit Blender so ein bisschen rumexperimentieren. Weil kennt ihr das, wenn ihr Interesse an etwas habt, dann könnt ihr euch Sachen saugut merken. Nur wenn halt nicht, dann klappt das auch nicht. It too got cancelled. Das sah aber eben gerade auch schon wieder so ein bisschen aus, was ich sehr interessant finde. So ein Open-World-Survival-Spiel von Jurassic World von mir aus auch, das auf der Isla Nublar spielt, direkt nach dem ersten Teil, wo man mit bis zu 4 Leuten auf der Insel überleben kann. So ein bisschen wie Ark quasi, nur besser und nicht ganz so wirr. Und eben im Jurassic-Universum, da hätte ich auch Bock drauf. Das wäre auch ziemlich geil. Wir haben noch so viele Jurassic Park-Spiele, die kommen müssen. Da ist noch so viel Potenzial nach oben, weil wir einfach noch nichts davon bekommen haben. Ich würde mich sogar einfach schon über ein Jurassic Park Trading Card Game freuen, mit dem man wie bei Magic einfach auch so Kämpfe machen kann. Das wäre einfach cool, ey. Wir könnten einfach über Discord, über Videoanrufe, könnten wir in der Community gegeneinander so Kartenkämpfe machen. Ja, sowas gibt's nicht. Die Sammelkarten sind alle schön und nett gewesen, aber warum sind das keine Trading Cards? Weil das kommt noch, wartet ab. Wenn das Jurassic Franchise endlich erfolgreich wird und noch mehr erfolgreich wird, bekommen wir da auch noch ein Kartenspiel. Von Godzilla gibt's eins inzwischen. In Japan und auch in Amerika, da gibt's ein Trading Card Game. Das ist so ein bisschen mehr basiert wie Yu-Gi-Oh! Aber, glaube ich. So mit Angriffs- und Verteidigungsmodus und so ein Kram. Und das hast du ja bei Magic alles gar nicht. Ich spiele Magic the Gathering. Ich habe da auch noch Karten da. Zumindest ein Deck habe ich noch hier. Weiß nicht mehr genau, wie es ging, aber hat auf jeden Fall früher extrem viel Bock gemacht. Wo gibt's den Link von Discord? Den muss ich dir gleich mal hier reinschicken. Ich hab den gerade hier nicht parat. Spooky hat den eigentlich parat. Spooky ist mein Mod, wer das nicht weiß, der einfach nie da ist. Ich glaube, ich brauche mal irgendwie einen neuen Mod. Weil dann könnte man jetzt sowas einfach reinposten. Ich schaue gleich mal nach, wie ich ihn dir am besten schicken kann. Wenn nicht, dann halt einfach mal den Kanal im Auge, den Hauptkanal Anon Kaijuverse. Da werde ich morgen mal einen Community-Post machen, wo ich einfach dann den Discord-Link reinsetze. Machen wir es einfach so. Dann sieht das auch jeder. Ja, auf jeden Fall hier sowas mit Kollegen zusammen zocken. Noch schön über Greenscreen, Quatsch, über Splitscreen wäre schon ziemlich geil. Third time's the charm, or is it? This will technically be the third time this video game has been in development. Sure, it's changed over the years, it's not the same developers, these games are decades apart, but Universal have been trying to make an open-world survivor game set within the universe since the failure of Trespasser, and all that it's resulted in is a bunch of cancelled games. Anyway, third time's the charm, right? Saber won our hearts with their launch trailer, and the pitch for the video game is exactly what we've all been hoping for. So, what's going on? As Bloomberg reports, Embracer Group to sell Saber, developer of new Star Wars game remake, in $500 million deal. Swanky. Swanky. Jurassic Park survival developers Saber Interactive are being sold off from their parent company Embracer Group to become... Ich finde es aber auch gut, dass die einfach ihre eigenen Artikel vorlesen. Das ist auch schon geil eigentlich. Das ist wie wenn ich auf meiner eigenen Webseite Artikel selber schreiben würde und würde einfach dann meine eigenen Artikel als Quelle nehmen. Das ist schon gut. Wollte ich eigentlich mal machen.
Das ist nicht verkehrt. Ja. Jurassic Outpost nimmt Jurassic Outpost als Quelle. Finde ich geil. Sehr schön. Privately owned, the company will need to adjust to structure changes that may come with the sale, and with that, budgets and development time on certain titles may end up being affected. Embracer Group disrupted the industry by buying many developers only to amass a ton of debt, leading to numerous studio closures and lost jobs. Saber will become a privately owned company with around 3,000... Ja, das haben wir jetzt ja schon alles gehört. Genau, das ist ja der Grund, warum man gedacht hat, okay, das Spiel könnte jetzt möglicherweise in Gefahr sein. 500 employees, said the person who asked not to be identified discussing non-public information. The company plans to continue developing a remake of Star Wars The Knights of the Old Republic, the highly anticipated game that was removed from its previous developer Aspyr Media in 2022. Yeah. ASP. ASP Aspyr Media. The Bloomberg article and subsequent information doesn't mention the upcoming Jurassic Park video game. Saber, the developer of games such as SnowRunner and World War Z, operates studios in several countries, including the USA, Portugal, and Russia. In addition to making its own original titles, it does work for other developers. The game itself looks like the video game fans of the original movie have always wanted to play, so this news definitely brings the worry. While it's too early to say how this sale will affect their games, in theory, things for the developers will be business as usual. I doubt any new... Sieht schon sehr geil aus. Das ist auch wieder mit der Unreal Engine gemacht, das Spiel, glaube ich, ne? Das stand mal irgendwo, habe ich gelesen. New investor is going to want to make too many changes in a company that's generally doing pretty well, but never underestimate people. We haven't been able to reach anybody for comment, or rather, Saber are unable to comment at this moment in time. Don't let that worry you, there is no reason for them to comment right now, as we said, business as usual. At the time of writing, Jurassic Park Survival remains on their website alongside Genau, deswegen denke ich auch, dass sie noch weiterentwickeln werden, die werden ja auch merken, was das für ein Hype losgetreten hat. Wegen des Jurassic World Survival jetzt dann zu canceln. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass das Ding eventuell nach hinten verschoben wird nochmal. Vom Release-Datum. Das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Wenn das jetzt hier zum Beispiel auch noch in der Entwicklung ist und das kommt jetzt im September raus, 2024, und das Spiel sollte ja ursprünglich, so war zumindest ein Gerücht, im Dezember 2024 rauskommen, dann wird es ein bisschen eng wahrscheinlich. Also, ey, wenn das Ding jetzt auch irgendwie im Sommer 2025 rauskommt, dann ist es halt so. Dann bekommen wir einen neuen Jurassic-Film plus eben noch das Spiel, das wäre auch eine geile Sache. Space Marine 2, which already has a release date set. The company has a handful of games set for release this year or sometime in the future. Expeditions just released on March 5th. Toxic Commando has a trailer and simply states 2024 as the year of release. No word on that game's actual release as of yet. Heading Out is set for release May 7th of this year and has a trailer and, of course, that has a release date. Space Marine 2 is likely their next release after this. September 9th, 2024 is the release date for that title, and the game is available already for pre-order. It's likely this game will be unaffected. I mean, I could be... Oder die haben jetzt wirklich auch schon so viele Spiele in Pre-Order, dass die einfach sagen, okay, wir machen als nächstes Jurassic Park schnell fertig, weil es ist ja schon fast fertig. Und danach machen sie erst dann großartig mit diesem Knights of the Old Republic weiter. Weiß jemand, wann das rauskommen sollte? Eh noch nicht dieses Jahr, oder? Wenn die es canceln, dann werden die Fans, die Entwickler, die es canceln, haten. Ihnen wahrscheinlich aber egal. Weil, wenn du das Spiel nicht canceln würdest und deswegen würde dann ein anderes Spiel gecancelt werden, dann haten halt die anderen Fans die Entwickler. So oder so wirst du, kannst halt keinem recht machen. Außer du bringst halt wirklich einfach alles raus. 2026 erst. Ja. Da machen die auf jeden Fall vorher das Jurassic Park Spiel erst fertig. Und dann danach machen sie dieses Star Wars Gedöns. Wrong, I honestly have no idea, but it's likely very close to already being finished and they'll be wrapping that one up in time for the release. If any games from Saber's roster are to be affected, then it will likely be the ones without release dates or even release years. A Quiet Place and Jurassic Park Survival. The Quiet Place game actually has no trailer. Ey, wäre ich auf jeden Fall auch dafür, wenn das Spiel noch dieses Jahr rauskommen würde.
Gerade zur Weihnachtszeit, das würde auf jeden Fall extrem gut abgehen. Wir brauchen einen geilen Start in dieses neue Jurassic-Franchise. Auch wenn es mit einem Spiel jetzt anfängt. Nee, stimmt gar nicht. Jurassic World, Chaos Theory kommt vorher noch raus im Sommer. Aber trotz allem, in Jurassic World, Chaos Theory ist außerdem erstmal eine Kinderserie. Das werden wahrscheinlich nicht alle gucken von uns. Aber dieses Spiel wird sich auf jeden Fall jeder Dulli holen. Das wird sich, die Jurassic Park Community wird sich das Ganze holen. Die Jurassic World Leute werden sich das Spiel holen. Vielleicht sogar ein paar Kids, die bisher nur die Animationsserie gekannt haben. Ja. Dieses Spiel wird auf jeden Fall durchschlagen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn es halt fertig ist bis dahin. A Quiet Place, ist das Spiel zu den Filmen? Wahrscheinlich, ne? Release dates or even release years. Habe ich auch Bock drauf tatsächlich. Die Filme sind chillig. A Quiet Place and Jurassic Park Survival. The Quiet Place game actually has no trailer, so I guess if we base it on what's been revealed so far, Jurassic Park Survival is definitely further ahead in the development. Now really, all of this could mean nothing. If changes do happen, we likely won't know why certain decisions have been made or the logic behind them, but I still don't think there's any need to worry when it comes down to Jurassic Park Survival. The company. Wir würden doch einfach nie wieder einem Trailer trauen. Wenn jetzt wirklich das nächste Jurassic-Spiel, auf das wir ewig gewartet haben, erneut eingestampft wird, wir würden uns doch nie wieder über irgendeinen Game-Trailer freuen. Das wird schon kommen. And their upcoming titles might be up in the air as they shuffle and adjust to the sale, but Jurassic Park is one of the company's larger titles. They likely won't want to let that go. I could see a possible scenario where Saber might need to delay their work on the game, which might ultimately make Universal worried, and then they could take the game to another Was, wenn Space Marine 2 nicht kommt, springe ich von der Teppichkante. ich weiß gar nicht, was das überhaupt ist. Sieht aber sehr generisch aus nach Weltall, bum bum, krach krach, oder? Developer. I'm not expecting this to happen, but back in 2001, it did. Here's another thought to close out with. If this game does end up with a delay, then maybe it will end up benefiting the game. Depending on the nature of a hypothetical delay, it could increase the development time significantly, allowing the developers more time to bring us a quality game, one that hasn't been rushed for the sake of a release date. However, if the trailer is anything to go by, it looks like Saber is very much on the right path already, and they seem to be in the right mindset with this game. Honestly, at this point, I just can't wait to see the next piece of gameplay. Are you excited for Jurassic Park? Ja, auf jeden Fall. Wenn das nicht rauskommen wird, wäre ich sehr enttäuscht. Warhammer-Fans, nein, das ist Warhammer oder was? Warum heißt es dann nicht einfach Warhammer? Wenn die einfach nur länger brauchen, hätte ich auch nichts dagegen. Nee, finde ich auch. Wenn das das Einzige ist, ey, dann ist es halt so. Survival, and how do you feel about the game at this point? Thank you for watching this video, and if you enjoyed it, hit the like button and leave your thoughts down below in the comments. Ich habe eben aber noch was sehr Interessantes hier oben gelesen, in der Infocard. Dass dieses Spiel. Och Mann, hoch. Sekunde. Dass dieses Spiel ab 16 sein könnte. Wie komme ich denn da jetzt aber drauf? Mehr von Jurassic Outpost, da unten. New Details. Da würde ich gerne mal kurz drauf gehen. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Wie lange geht denn das? 14 Minuten. Eieiei. Okay, wir schauen rein. I'm sure I'm not alone in thinking. I thought this day would never come. Jurassic Park is getting a single-player survival video game that's also serving as a direct sequel to the very first movie. Promising to continue and expand the adventure that we see in the original film, Jurassic Park Survival was announced to the surprise and excitement of Jurassic fans alongside and
Spider-Man war auch ab 16, aber gar nicht brutal. Ja gut, das ist ja erstmal subjektiv, was brutal ist und was nicht, aber es gibt ja bestimmte Richtlinien, ab wann etwas ab 16 sein sollte und ab wann eben nicht. Du hast, wenn ein Projekt oder eben ein Spiel in dem Fall ab 16 ist, hast du halt wesentlich, es ist halt ein bisschen düsterer wahrscheinlich, ein bisschen ernster auch. So, keine Ahnung, ich meine Jurassic Park 1, der Film, war auch ab 12. Ja, doch, war ab 12. Das hat nicht unbedingt irgendwas zu heißen, aber wenn das ab 16 wäre, wäre ich hier auf jeden Fall schon mal hellhörig. Das heißt nämlich, dass die hier auf jeden Fall schon ein bisschen härter rangehen. Gerade ein Dinosaurier-Spiel bei Spider-Man, keine Ahnung, warum das ab 16 ist. Aber hier wäre ich da auf jeden Fall schon mal wirklich hellhörig. An incredible trailer that gave us our first look at the game. The video game that the Jurassic Park franchise has always deserved is finally happening. At least, that's what this game is setting out to be. A release date is yet to be confirmed, but the trailer has revealed a lot about the story and the setting. Needless to say, everybody is excited to learn more about Saber Interactive's upcoming Jurassic adventure. The game also. Würdet ihr gerne, wenn dieses Spiel hier erfolgreich wird, nochmal ein The Lost World Survival Spiel haben, wo man in Echtzeit quasi 3 oder 4 Tage lang Zeit hat, von der Insel runterzukommen, bevor der Hurricane Larissa auf die Insel knallt? Das wäre auch mal geil, dass du wirklich so einen Zeitdruck noch dahinter hast. Muss da immer so ein bisschen an Zelda denken. Ocarina, nee. Majora's Mask war das gewesen. Wo der Mond in 3 Tagen auf die Erde fällt. Und sowas eben auch, dass du halt die Zeit nicht mehr zurückspulen kannst. Ne? Dass du einfach jetzt 3 Tage lang in Echtzeit versuchen musst, von dieser Insel runterzukommen. It appears to provisionally hold a PEGI 16 rating. We'll discuss what that means for the game in this video, as well as explore everything we know so far about Jurassic Park Survival. And there's some very exciting things you might not know. So let's dive in. Number 10, Stealth and Horror. Jurassic Park Survival will be taking a lesson from the success of games like Alien Isolation and The Last of Us and will implement Stealth as a primary form of survival. Ja, das finde ich geil. Stealth mögen viele nicht. Könnt ihr mal in den Chat schreiben, wie ihr dazu steht. Ob ihr sagt, das ist geil oder eher nicht. Aber ich finde, gerade bei Jurassic Park ist das viel besser, als wenn du einfach wieder irgendeine Knarre in der Hand hättest und einfach alles umballern kannst. Dinosaurier sind nicht mehr unheimlich, sobald du einfach eine AK in der Hand hältst. So, dann ist es eher schwieriger. Aber so ein schönes Stealth-Game ist schon geil. Ja, oder sowas wie The Last of Us. Das ist ja auch mehr Stealth. Du kannst da auch schießen, klar. Wenn du aber halt erwischt wirst, dann bist du halt auch eher tot. Das könnte man auch hier so machen, dass du vielleicht auf Saurier auch schießen kannst. Die brauchen aber einfach wesentlich mehr Schuss. Und wenn die dich aber ein einziges Mal kriegen, bist du auch dann direkt tot. Ja, dann so eine richtige Spannung mit dabei. In this game, meaning you won't be running around Isla Nublar all guns blazing. Rather, the player will need to be stealthy and efficient to evade the many threats of Jurassic Park. And if the two formerly mentioned titles are anything to go by, we'll need to use objects and sounds as distraction. Saber promises you'll need to use your ingenuity through distraction and stealth to navigate intense and unforgettable encounters in a journey to outlast some of the deadliest creatures to ever walk the earth. We can only. Das hört sich schon ziemlich geil an. Und das würde auch zum Gameplay passen, was wir hier gesehen haben. Only imagine the sheer terror that hiding from velociraptors would bring. Jurassic Park had its share of sequences that felt straight out of a horror movie, and the creepy, isolated feel that the first movie captured was present in this trailer. The main character will be abandoned and alone on the island and will have to navigate a now broken path. Oh, wir können auch wetten, dass wir mindestens einmal die Leiche von Dennis Nedry sehen. In diesem Spiel. Park to survive and hopefully find rescue. While there is no actual mention of the word horror on the official website, the trailer doesn't hold back on that scary tone, and honestly, what could be more frightening than being stranded alone on an island full of dinosaurs? Not to mention, the power's out.
Number 9. When will the game release? Like you, we can't wait to get our hands on this game, but unfortunately the trailer did not reveal when the game might be hitting shelves. The question is, will the game release in the year 2024 or 2025? Our bets, honestly, are 2025, but there is always a chance the game is nearing the final stages of its development cycle and therefore might be ready for release towards the end of 2024. Also ich glaube, dass wir jetzt schon bald einen richtigen Gameplay- und Story-Trailer sehen werden. April, Mai, vielleicht Juni erst. Und dann werden wir das Release-Datum bekommen mit Dezember 2024. Das glaube ich. Before. It really is too early to say at this point in time, and the game has been in development for as long as 10 months, but given the fact that the trailer and accompanying announcement information didn't contain a release year, I think it's safe to say we likely won't be playing Jurassic Park Survival in 2024. And while that is quite disappointing, it gives us all the more time to upgrade to the appropriate gaming system if you're still running the last gen. Jurassic Park Survival is being developed for the PS5, Xbox Series X and S and the PC, so there is a... Das heißt, das Ding wird auf jeden Fall ein kompletter Next-Gen-Titel. Und das ist geil. Ich war ja mal kurz davor, meine PS5 zu verkaufen, weil ich die einfach so gut wie gar nicht benutze. Aber das ist ein Game, das ich auf der Konsole zocken wollen würde. Serious promise to have an outstanding interactive and visual experience with this game. Number 8. Dr. Maya Joshi. In the game, and from what we know so far, you will play as Dr. Maya Joshi, an InGen scientist left behind on Isla Nublar in the immediate aftermath of the events of Jurassic Park. Already expanding around the story of the first film, Dr. Joshi was working at the park but missed the last ferry back to the mainland and is now trapped on the island. Unfortunately, the last of the survivors of the Jurassic Park incident have already left. In the trailer, we meet a seemingly already wounded Maya who stumbles through the iconic visitor's center. Her dinosaur necklace shows her love for dinosaurs. Hat aber auch die Frage, wann das Spiel jetzt wirklich anfängt. Ob wir parallel zu den Ereignissen von Jurassic Park spielen, vielleicht zuerst, und ob das dann irgendwann erst passiert, dass wir quasi die Ereignisse vom ersten Jurassic Park Film überspringen oder überholen, oder ob das Spiel wirklich genau dann beginnt, als Alan Grant und Co. von der Insel wieder wegfliegen. Und ich glaube, erstes stimmt. Oder wir haben sogar noch einen Tag später vielleicht, weil in dem Szenario jetzt wieder regnet es ja. Es würde auf jeden Fall zu dem Sturm passen, als die Saurier gerade ausgebrochen sind. Allerdings sehen wir jetzt ja hier auch schon gleich, wie das Skelett von dem T-Rex im Besucherzentrum am Boden unten liegt. Das heißt, es muss auf jeden Fall schon nach Jurassic Park einspielen. And some have speculated that her lack of lab coat or lab wear indicates that she might actually be a veterinarian or part of another. Das heißt, das spielt, ja, dann muss es einfach ein paar Tage oder mindestens einen Tag nach dem ersten Jurassic Park Film spielen. Weil am Ende vom ersten Film fliegen sie weg und da ist noch alles hell und Sonnenschein. Und da könnte man das irgendwie so drehen, dass sie dann eben zurückgelassen wird. Und dann kommt am Abend wieder ein Gewitter auf, es regnet eben wieder, und dann passiert das hier. Das könnte so sein. The staff department at the park. Attached to her belt, we see a walkie-talkie and a flare, and we think this ties into what we know about the stealth-based gameplay. While Jurassic Park did indeed have an arsenal, we think Maya will employ the use of flares to distract and potentially frighten dinosaurs away. The website tells us that Maya was unable to evacuate the island, which could hint at her character already being in some sort of trouble ahead of the park breaking down. This raises some interesting questions. What exactly caused Maya to miss the boat and become stranded on the island? How did she end up completely alone? Is she actually alone, or are there other characters that will come into play? What is her story? Gute Frage eigentlich. Vielleicht sind wir auch gar nicht komplett allein. Vielleicht gibt's hier noch ein, zwei Charaktere, die auf der Insel zurückgeblieben sind. Story. The answers to these questions could add some interesting lore to the story of Jurassic Park and what was happening on that island at the time. Meint ihr, das hier war das Riesen... Ne, Quatsch, nicht das Riesenbiest, sondern der Velociraptor, der aus der Kühlkammer ausgebrochen ist? Oder irgendwas anderes? Was wir vielleicht noch nicht kannten aus dem Film. As well as provide a very compelling story for the Jurassic Park survival game as a whole. Number 7. A fully realized Isla Nublar. The announcement tells us adventure through a fully realized Isla Nublar filled with Das ist halt schon krass, aber
immer noch meine Frage ist, warum brauchen wir die gesamte Insel, wenn das Spiel nur im Park spielt? Es sei denn, das Spiel spielt eben nicht nur im Jurassic Park, sondern es gibt vielleicht auch außerhalb noch ein paar Anlagen, von denen wir auch noch nichts wussten vorher. Ähnlich wie auch in Jurassic Park The Game. Das ist ja nicht Kanon. Ne? Jurassic Park The Game ist ja, spielt in einem anderen Universum, sagen wir jetzt mal. Aber auch da kommen wir irgendwann dann zu diesen Feldtestgehegen, wo Laura Zirkin mit den Parasaurolophus rumforscht. Sowas könnten wir ja auch nochmal betreten, dass wir quasi merken, okay, auf der Insel ist noch wesentlich mehr als eben nur dieser Jurassic Park aufgebaut gewesen. Es sind dann noch Forschungsanlagen und dies und das und jenes. Untergrunddinge, vielleicht irgendwie auch schon die Sache aus Jurassic Park The Game mit dem mit der Achterbahn, dass irgend sowas schon gebaut wurde oder so eine River Tour, die eben nur noch nicht funktioniert hat zum Zeitpunkt des ersten Films. Dass man irgendwie halt die Insel auch benutzen kann für irgendwas, außer halt einfach nur sagen, da ist halt jetzt Wald. Und da auch Wald. Da ist Wald, da ist auch Wald. Das wäre ein bisschen öde. Active wildlife, dinosaurs and other surprising threats. From the iconic towering park gates to the visitor center and beyond, Jurassic Park comes alive like never before. While the wording is not a full confirmation of the game being open. Ist doch cool, die ganze Insel zu erforschen. Ja. Wenn es was zum Erforschen gibt, das meine ich halt damit. Nicht, wenn es dann eben einfach nur Dschungel ist, dann gibt es da ja nicht allzu viel zum Erforschen. Könnte es auch noch so alte Tempel vielleicht finden von den Ureinwohnern oder irgend so ein Kram, aber die muss halt gefüllt sein mit irgendwas, die Insel. Open world, it confirms that the island as a whole has been constructed and will likely be explorable. There are two paths that the game could take. First, the open world route, and honestly, we're hoping this is the case. Imagine being able to explore Isla Nublar and being left to your own devices, driving the jeeps, exploring the paddocks, finding a dead Nedry. But the game could choose. Ja, der Dead Nedry ist auf jeden Fall am Start, 100 pro. Den könntest du noch geben. Der Rest von Mr. Arnold könnte auch noch da sein. Und wenn es ein Open World funktioniert, dieses Spiel, dann werden wir auf jeden Fall, wenn wir das Ganze hier auch auf Twitch komplett durchzocken live, werden wir auf jeden Fall gucken, dass wir an allen Orten mal aufschlagen, an denen irgendwas passiert ist im Film. Wir müssen den toten Robert Muldoon finden. Wir müssen Dennis Nedry finden. Wir müssen Hey Arnold finden. Den gab's noch. De Niro müsste auch noch irgendwo verstreut rumliegen. Ja. A more linear path like the more recent Tomb Raider games that still give you an open world experience but in more closed off sections with well hidden barriers. Either way, this game marks the return of Jurassic Park's iconic features, the legendary gates, the visitor's center, the raptor paddock. It's all returning and will be explorable in the game. The trailer also showed us a number of iconic sites including the helipad, the T-Rex paddock and the various parts of the visitor center complex. Boah, mit dem T-Rex paddock, da bin ich ja sehr gespannt. Da das Spiel jetzt ja offiziell Kanon ist, bin ich gespannt, wie sie das jetzt hier wirklich einbauen. Meint ihr, die bauen wirklich so einen Hügel ein? Mit der Anrichte eben für die Ziege, müssten sie eigentlich machen. Ich habe das schon mal gesagt, da das Spiel jetzt hier wirklich Kanon ist, kann das hier einige Sachen jetzt auch wirklich offiziell endlich bestätigen. Die Mitarbeiter am Anfang, ja, die werden weggeräumt sein, glaube ich. Das Spiel ist Kanon, ja. Das gehört offiziell zur Jurassic Timeline mit dazu. Das macht's ja auch so spannend. Und Jurassic World Aftermath, was wir auch schon mal hier live gestreamt haben, das ist auch offiziell Kanon. Das spielt nach Jurassic World 1. Ja, genau. Und das Game nimmt relativ wenig Einfluss auf den Kanon. Eigentlich fast gar keinen. Du musst das Spiel nicht gezockt haben, um irgendwas zu verstehen. Das hier allerdings könnte wesentlich mehr Einfluss darauf nehmen. Auf den gesamten Kanon. Und eben so ein paar Sachen erklären. Wie gesagt, wie kommt der T-Rex aus dem Gehege raus? Sind die Raptoren wirklich alle tot? So Sachen eben dann. Es könnte schon noch ein bisschen mit in die Geschichte mit einfließen einfach. And we can't wait to see more, especially from in-game footage. But not only will these iconic locations be present in the game, locations we didn't see in the movie and have yet to visit. Ist die Frage aber nicht eigentlich von dem Video, ob das Spiel ab 16 ist oder nicht? War das nicht die Ausgangssituation vor 7 Minuten?
Ich sollte da wahrscheinlich am wenigsten drüber meckern, aber okay. In subsequent installments will also be featured, allowing the player to truly roam the grounds of Jurassic Park and the island as a whole. Imagine stumbling upon the scene of Nedry's demise. We can only imagine what secrets might be hiding in the jungles of Isla Nublar. Number 6, first person. Jurassic Park Survival is a first person single player. Da würde ich mir auf jeden Fall noch einen Patch wünschen für eine Third Person Sicht. Ich finde, in First Person wirkt alles nicht so geil wie in Third Person. Weil in First Person in Spielen, da siehst du immer die Welt aus der Sicht von einer Figur. Du siehst du aber in echt die Welt nicht. Du siehst deine Hände nicht permanent neben dir irgendwie beim Laufen. Sieht alles sehr komisch aus immer, finde ich. Deswegen auch Resident Evil 4 und 8, die ja eigentlich in First Person sind, haben ja auch beide eine Third-Person-Sicht bekommen und ich werde es nie wieder anders zocken als in Third-Person. Nur noch, ich finde, First-Person ist nicht so cool. Oftmals. Ich habe auch Skyrim damals in Third-Person gezockt. Action-Adventure Game, set in the days following the events of the original 1993 movie. While earlier iterations of this game, we'll get to that shortly, swapped between third and first person, Saber Interactive have landed on that Trespasser first person approach, and we will be playing from Dr. Maya Joshi's point of view. The trailer showed us a peek of this experience in its final few shots, and it's every bit as daunting as you might expect. Players will experience firsthand the terror and uncertainty of finding your way around an island filled with prehistoric creatures, lurking in the dark of the jungle, behind the door of a freezer, or right behind you, and find out what it takes to survive alone in Jurassic Park. Is anyone there? Trespasser, Hass und Liebe zugleich. Ich muss es unbedingt mal zocken, glaube ich. Wir müssen das auch mal live streamen. Aber ich wette, das wird ein unglaublicher Akt werden, dieses Spiel zum Laufen zu kriegen hier auf dem Windows. Was habe ich denn? 10, glaube ich. We're at the halfway point now and want to say that if you want to check out our detailed breakdown of the trailer, you can do so by hitting the link in the description. Number 5, Third Time's the Charm. Any true Jurassic fan will know that this is not the first Jurassic Park survival. The franchise has a weird relationship with video games, particularly games of this genre. Jurassic Park Survival is also the name of a 2001 Jurassic Park 3 tie-in video game that was ultimately cancelled. While not taking place immediately after the first film and also being third person as opposed to first, third person ist einfach geiler. Und allein schon so ein Spiel auf der Isla Sorna. Ich hätte es gern echt gehabt. Ich hätte das so gerne gesehen. Aber vielleicht bekommen wir es irgendwann ja noch als neues Spiel, wenn Jurassic Park Survival einigermaßen gut wird. Der Gummiarm treibt sich. Ja, ich habe schon gesehen, dieses. Man sah gerade ihre Hände. Ja, siehst du auch. Na klar siehst du auch die Hände. Das meine ich ja, aber du siehst, wenn ich jetzt springe zum Beispiel in echt, dann sehe ich meine eigenen Hände ja nicht unbedingt. Wenn die so und in First Person hast du immer so, dann musst du die Hände immer, also als würde man so laufen. So sieht das aus. Und so läuft halt niemand. Das meine ich damit. Deswegen für mich immer Third Person auf jeden Fall. Das ist das Beste. 2001 Survival took the player back to the islands and promised an edge-of-your-seat adventure. Stealth played a role in the original game too, but regardless... Die sehen ein bisschen blass aus hier gerade, ne, die Raptoren. Hat ein bisschen Farbe gefehlt, oder? The original game too, but regardless, the game never saw the light of day. The title Survival or Survivor would see a reimagining after Jurassic World. Oh, das sah aber gut aus hier für damals. Sieht das wirklich gut aus. Release in 2015. After that time, development rumors began for Jurassic World Survivor, an open-world, third-person survival game set after the events of Jurassic World. The game would go through development with various studios before eventually. Das soll auf jeden Fall Chris Pratt sein, erzählt mir doch nichts. Das ist doch auf jeden Fall Chris Pratts Modell. Eventually being cancelled, and while there are some core differences in gameplay and story, many similarities exist. Ghost, schön, dass du am Start bist. Herzlich willkommen hier im Dino-Getümmel. Das hier zum Beispiel. Ich habe vorhin, ich habe es gar nicht vorgelesen, glaube ich. Ich habe doch vorhin hier unserem VFX-Studenten die Frage nach Blender gestellt. Du hast mir die auch beantwortet. Ich habe es aber nicht gelesen. Weil das hier hast du auch mit Blender gemacht.
Du hast geschrieben, nee, Blender nicht, wir nutzen Maya. Das habe ich auch schon mal gehört davon. Es ist nämlich der Industriestandard. Aktuell ist der Schwerpunkt, keine Ahnung, Rigging. Rigging und Animation oder Animation an sich. Okay. Ist Maya dann auch komplexer als Blender selber? Oder kennst du Blender? Hast du Blender schon mal selber benutzt? Ausprobiert? Das ist Billy. Ja, genau, kann auch Billy sein, der überlebt hat. Ich meine, Billy hat ja auch überlebt, ne? Den hätte man eigentlich auch mal wieder zurückbringen können. Was hältst du von der Brutalität in der Jurassic World 3? Das war schon okay. Zumindest in Jurassic World 1 war das noch okay. Der Tod von Sarah, da habe ich ja auch mal ein riesen Ranking auf YouTube gemacht. Das war, glaube ich, einer der oberen Plätze gewesen. Sarahs Tod war schon ziemlich krass. Danach kam aber halt nichts mehr. In Jurassic World Dominion kam ja gar nichts an irgendwelchen krassen Toten. Der wurde entweder weggeschnitten, bevor einer gefressen wurde, oder du hast gesehen, wie eine Heuschrecke gebrannt hat. Das waren die Tode in Jurassic World Dominion. Between what the game was meant to be and what the upcoming Jurassic Park survival is promising. It would be hard to ignore what came before, and while the developers themselves have indeed confirmed that they didn't know about 2001's survival and thus are not using it as inspiration, we bet those involved on Universal's end have been taking notes and examining prior failures to ensure this game doesn't repeat the same mistakes or make all new ones. Come on, Norley. Number four. Da war Ian Malcolm noch richtig cool. Peggy 16. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Da bin ich jetzt doch mal sehr gespannt. Once the trailer had dropped, a number of developers and staff from Saber Interactive took to Twitter to share their excitement about both the game and the reaction to the trailer. From a roundup of tweets, we can gather that the game has been in active development with the company for roughly 10 months. A traditional development cycle for a AAA title would be anywhere from 2 to 5 years. That in itself tells us that we shouldn't expect this game prior to 2025, but of course, anything's possible. Regardless, a 10-month development cycle so far indicates that Saber began working on this title in 2023 and will continue development through. Moment bitte, Sarah ist gefressen worden. Die Sarah Harding, was habe ich bitte verpasst? Nein, nicht Sarah Harding. Die Sarah mit Z. Die Aufpasserin von Gray und Zack hießen die, glaube ich, ne? Dem einen, der alles rammeln wollte, was zwei Beine hatte, und seinem kleinen Bruder halt. Die haben eine Aufpasserin gehabt in Jurassic World. Und die wurde gefressen, indem sie zuerst vom... War es von einem Pteranodon? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall von irgendeinem Flugsaurier gepackt wurde. Und dann wurde sie ins Mosasaurus-Gehege geschmissen. Und dann wurde sie da vom großen Fisch gefressen. Next year. The game has been provisionally rated as Peggy 16. This wasn't something many people seemed to originally notice as... Videogames, find a way. Jurassic Park Survival, an upcoming single-player action adventure for PS5. Peggy... Okay. Peggy 16. It was only shared with the PlayStation UK version of the trailer, but regardless, this rating puts the game in an interesting position. For some context, Alien Isolation featured a Peggy 18 rating. The adult classification is applied when the level of violence reaches a stage where it becomes a depiction of gross violence, apparently motiveless killing or violence towards... Ja, Alien Isolation hat aber auch, glaube ich, nur so ein großes PG bekommen, weil das halt so... Das hat so viel Panik in einem ausgelöst, das Spiel. Das war ja, du warst ja unter Anspannung gewesen, rund um die Uhr. Und das werden sie dann bei dem Jurassic Park Spiel jetzt nicht ganz so krass machen, glaube ich. Towards defenseless characters, whereas survival at this point in time. Ja, stimmt, der hat beide gefressen, stimmt. Ja, doch, stimmt, ja. Der hat den Tyrannodon gefressen und eben auch Sarah. In development has been awarded with a Peggy 16 rating. This rating is applied once the depiction of violence reaches a stage that looks the same as would be expected in real life. However, for those who want confirmation. Ich meine, Jurassic Park 1 war immer nur ab 12. Auch wenn das jetzt ein Spiel ab 12 wird, kann es ja trotzdem sehr Jurassic Park-like werden. Nation of blood and gore and serious violence, Peggy 16 doesn't necessarily mean tame, not at all. Parentzone.org.uk lists Peggy 16 as at the 16 level, you can expect to see more mature and realistic violence against human characters. Okay, yeah.
Also, da steht es ja auch dann gerade, dass jetzt alles, also ab, wenn es wirklich ein PG-16 bekommen sollte, was ja anscheinend dann auch so stimmt, weil das ja im Trailer wohl auch gezeigt wurde in UK, dann wird das ab in bestimmten Momenten hast du einfach sehr realistische Gewalt. Das heißt nicht irgendwie übertrieben blutverschmiert alles und alles, keine Ahnung, die wird ein Arm abgebissen und da kommt dann so eine Blutfontäne raus und dann, du hast halt hier sehr realistische Gewalt. Ist schon mal eine Ansage. The game may deal heavily with death and injury to humans. Gory and bloody violence may be included at a PEGI 16 level, but only if the game is arcade style. Here's hoping Jurassic Park Survival delivers the same horrors that Jurassic Park gave us, and hopefully even more. Number 3, the dinosaurs of Jurassic Park. It wouldn't be a Jurassic Park video game without dinosaurs. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt, dass man ja angeblich dann nur so wenig Dinosaurier sehen würde. Nämlich die Velociraptoren würden wir ja nur sehen können, die Lophosaurus und ein T-Rex und das war's. Ich glaube, jetzt gehen die auch hier darauf ein, dass auf Ingens Liste, zumindest im Buch, 15 verschiedene Spezies standen. Und im Film haben wir nie erfahren, ob das da genauso ist. Das Spiel könnte jetzt Kanon machen, dass auch da im Park 15 verschiedene Dinosaurier gewesen sind. Und wir könnten hier Sachen einführen wie die Troodon, vielleicht noch ein Carnotaurus, ein Allosaurus, da könnte man jetzt noch wesentlich mehr Dinosaurier mit einbauen. And the Alpha Gameplay Die können jetzt hier machen, was sie wollen. Weil es wurde ja, wie gesagt, im Film nie erwähnt. Die können doch jetzt einfach sagen, ey, es gab im Filmkanon gab es einfach 20 Dinosaurierarten im Park. Das können die jetzt machen, wie sie Bock haben. Einfach ganz beliebig auswählen und dann da ein paar neue Saurier mit dazu zu dichten. Showed us three fan-favorite species actively pursuing Maya. We saw the Dilophosaurus, the Velociraptor and the Tyrannosaurus Rex. The trailer also revealed the Gallimimus stomping over the Explorer and we revealed in our previous video that we have heard that every dinosaur seen in the Jurassic Park movie will appear in the game, meaning we will also see the Brachiosaurus and the Triceratops in the game as well. As great and old-school Jurassic as the game looks to be in this trailer, it's exciting to think about. Ich frage mich dann aber auch, ob sie das wirklich einführen und da hätte ich sehr Bock drauf, dass der T-Rex, der ja angeblich auch einfach so aus dem Nichts heraus auftauchen kann. Sie haben wohl diesen Randomizer in dem Spiel mit einprogrammiert, dass der T-Rex, wenn ihr jetzt irgendwie durch den Dschungel durchlauft, kann der T-Rex bei euch auftauchen und ich laufe exakt denselben Weg, bei mir kommt der aber einfach nicht. Das ist so ein Randomizer. Wenn die das wirklich mit eingebaut haben, dann der T-Rex auch wirklich nur auf Bewegungen reagiert. Das wäre doch ultra krass. So in der Dunkelheit, im Regen und du musst dich an dem vorbeischleichen und er hört dich aber vielleicht sogar. Und dann noch ein VR-Patch dafür rausbringen. Und ich bin ein halbes Jahr lang auf jeden Fall nicht mehr in der echten Welt unterwegs. Und da wird das ist auch so ein Teil. Ich meine, das ist extra schon in First Person gemacht. Da wird bestimmt ein VR-Patch rauskommen. About what scenarios might bring us to encounter herbivores like the Brachiosaurus and the Triceratops, but also what other dinosaurs might be in store. Could Dr. Maya Joshi and players of the game find themselves climbing a tree to escape a carnivore only to be met by a singing Brachiosaurus? Will players have to dodge a group of stampeding Triceratops in the valleys of Isla Nublar? We can't wait to see what Jurassic Park Survival has in store for us as we plot our own adventures across the island. Number 2, Saber's History. Saber Interactive is by no means. Was lieber ne. Ach, ich hab lieber mit einem Pachi schmusen. Ich hab gelesen, lieber einen Pachi schubsen. Als an ihm zu sterben, auf jeden Fall, ja. Ich muss wieder rausgehen, wünsche euch noch einen schönen Abend, noch viel Spaß im Stream. Ja, vielen Dank, mach's gut. Bis zum nächsten Mal, schön, dass du am Start warst. Means a small studio, a US-based developer and publisher. Saber owns over 20 studios worldwide, hosting more than 2,500 employees. Many will know or have seen their work on Halo, the Master Chief Collection, but the studio have a variety of games of different genres under their belt, all with mostly positive reviews. Der Stiggy Moloch kann sich mal verpissen. Den knall ich ab in dem Spiel, wenn der mit dabei ist. World War Z is a heart-pounding co-op third-person shooter game featuring hordes of zombies and focused on fast-paced, gruesomely spectacular action, while SnowRunner is a beautifully stunning slow-paced driving simulator, showing that Saber can handle multiple game styles, genres, and still deliver on quality.
I've personally played SnowRunner and I can only hope that Maya has the opportunity to drive Jurassic vehicles. The driving. Boah, das wäre aber krass, wenn du auch dann wirklich auf das Wetter achten musst und dass du dann die Reifen festfahren kannst. Sieht schon ziemlich cool aus in dem Game hier, ne? Mit dem Schlamm das Ganze sieht schon echt geil aus. The physics in that game are the most realistic in any video game and driving through the muddy roads of Isla Nublar could pose a suspenseful challenge for players. Imagine stumbling across a vehicle in the jungle. It might at first seem like an easy way out, but could quickly become a disaster. Number 1, the frozen raptor. Wenn das wirklich möglich wäre im Spiel. The trailer showed us the velociraptor that attacked Tim and Lex is now a threat for Maya. The end of the trailer showed us that the cold storage door, the very one that Tim and Lex slammed shut and locked in Jurassic Park, is now slowly opening. This in itself could of course just be a bit of creative liberty for the trailer, and maybe the raptor won't be featured in the game, or maybe it will be an Easter egg if you find yourself in the kitchen. Either way, Lex locked that freezer. Nee, der wird schon auftauchen. Wir sehen ja auch schon einen Raptor im Trailer, das wird der schon sein. Also wir dürfen, ich schätze mal, dass wir wirklich nur einen einzigen Raptor haben werden. Das ist schon so. Ein Raptor wird noch da sein und das ist genau der. Warum hast du den Stiggy Moloch? Das kommt aus, wir haben mal hier auf Twitch, haben wir das Spiel Jurassic Park Warped gezockt. Ist ein PlayStation 1 Spiel, was quasi so wie Tekken aufgebaut ist und du musst halt mit Sauriern gegeneinander kämpfen. Da ist der Stiggy Moloch einfach ein so beschissener, widerlicher Gegner. Ich habe 20 Mal gegen den verloren, glaube ich, in dem Stream. Und ich war auch schon tierisch abgefuckt. Das Video gibt's auf meinem YouTube-Kanal, glaube ich, sogar. Da habe ich es, meine ich, hochgeladen. Das war echt scheiße. The door and even inserted the pin, so who opened the lock? The door locks! Ellie, boot up the door locks! There is so much to look forward to over the coming year as we learn more about Jurassic Park Survival, and now the wait truly begins. The team at Jurassic Outpost were blown away by the trailer and surprise announcement, and while rumors have been circulating for quite some time, as a Jurassic fan, you're never quite sure what's gonna happen. You can rest assured that we'll keep you up. Das hier. Das wird auf jeden Fall der Raptor sein, der aus der Kühlkammer kommt. To date with all the latest on this game. As always, share your thoughts down below and give us a like if you enjoyed the. Ja. Also das Spiel ist jetzt scheinbar wirklich ab 16, ne? Wenn das in dem UK-Trailer auch da stand, dann wird es wohl auch so sein. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Du hast natürlich auch immer eine viel, viel krassere Immersion bei so einem Abenteuer, wenn du das selber spielen kannst. Es kann sein, dass wir quasi hier denselben Gewaltgrad wie auch im ersten Jurassic Park erfahren. Aber du spielst das hier selber. Und deswegen haben sie halt gemeint, komm, wir machen das Ganze hier einfach ab 16, nicht ab 12. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, weil da einfach dann die Immersion wesentlich heftiger ist. Gut. So, dann will ich jetzt aber noch eine Sache mit euch gucken. Das müssen wir jetzt unbedingt noch durchziehen, weil ich mich da tierisch drauf gefreut habe. Nämlich, wir gucken jetzt von Ali Awada den neuen Jurassic World Horrorfilm mit Blender erstellt. The Woods. Dieser Film ist nicht Teil seiner Sorna-Reihe. Wer Ali Awada verfolgt, der kennt auch eben seine Jurassic Park Kurzgeschichten. Aktuell macht er die Geschichte Sorna. Da gibt es jetzt 4 Teile davon. Der 5. kommt wahrscheinlich jetzt auch dann irgendwann bald. Und zwischendurch bringt Ali immer wieder kleine Jurassic-Kurzfilme raus, die eher so in Richtung Horror gehen. Jetzt haben wir eben The Woods bekommen. Ich weiß nicht, worum es da geht. Ich habe noch gar nichts davon gesehen. Wir werden das auf jeden Fall jetzt auch nochmal schauen. Wie kann der Raptor überhaupt aus dem Kühlraum kommen? Der war doch verriegelt. Das wird dann eben so eine Frage sein, die wir im Spiel erfahren müssen. Wer hat die Kühlkammer aufgemacht? Denn Tim hat die auf jeden Fall zugeswitcht. Oder war es Lex? Ist auch egal. Auf jeden Fall wurde die Kühlkammer definitiv zugemacht. Wer auch immer die geöffnet hat. Vielleicht war es Maya selber. Vielleicht ist auch noch jemand anderes auf der Insel, der es aus Versehen gemacht hat. Wir wissen es nicht. Vielleicht können die Raptoren hier auch Alan sagen. Das bleibt abzuwarten. Aber wir gehen jetzt mal zuerst in Ali Awadas neuen Kurzfilm rein. Hast du schon den neuen Trailer zu Jurassic World Evolution 2 Hybrid Special gesehen? Nein, wann kam der raus?
der jetzt auch ganz neu, oder was? Wie konnte der Raptor so lange überleben? Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber vielleicht... Ich meine, die Kühlkammer ist ja schon auf, wie wir sehen. Vielleicht ist der Raptor auch schon relativ zeitnah da wieder rausgekommen, nachdem Lex oder eben Tim ihn da eingesperrt haben. Das kann natürlich auch sein. Wir gucken jetzt erstmal in Ali Awadas The Woods Kurzfilm rein und danach können wir uns eventuell nochmal kurz den Trailer angucken zu Jurassic World Evolution 2, dem Hybrid-Paket-Update-DLC, was wahrscheinlich wieder kostenpflichtig ist, ne?